Also eigentlich hat es ganz, ganz viel früher angefangen. Eigentlich hatte ich einen Beruf eigentlich schon, als ich noch in Deutschland war. Und durch das, dass ich so nah an der Schweizer Grenze wohne, hatte ich dort ein bisschen Kontakt auch zu dem Schweizer Handball. Und dort habe ich eigentlich dann ein sehr lukratives Angebot bekommen. Sei es nicht auf der sportlichen Seite, aber auf der beruflichen Seite, dass ich dort meine Ausbildung beginnen kann und auch bei einer sehr guten Agentur. Und so war für mich eigentlich dann der erste Schritt, dass ich mich auf die Arbeit konzentrieren werde, eigentlich sofort klar, dass ich das in Angriff nehme und dass der nächste Schritt dann für mich die Bundesliga bedeutet. Ja, es sind mehrere Sachen zusammen. Es hat eigentlich mit Druckvorstufe zu tun, mit Mediengestaltung, mit alles, was eigentlich, bevor die Zeitung auf dem Tisch liegt, eigentlich passiert. Das hat mit Polygraphin zu tun. Dagi ist eigentlich eher ein zufälliger Name, den ich seit der Nationalmannschaft habe, von Krit Jurak. Krit Jurak hat einfach gesagt, ich sehe aus wie Dagmar. Und dieser Satz hat gereicht, dass die ganze Nationalmannschaft mich Dagi nennt. So kam das. Tja, das hat mit der gleichen Person zu tun wie mit meinem hässlichen Spitznamen, dass ich am Sonntag beim Trainingsspiel hier auf Bornholm mit Krit Jurak Bekanntschaft gemacht habe. Oder eher gesagt mit ihrem Ellenbogen Bekanntschaft gemacht habe. Aber ich hoffe, dass das am Donnerstag wieder gerichtet wird. Dass sie wieder gerade aussieht. Also es war sicher auch ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, passt dieser Verein zu mir? Und ich glaube, wenn ich von Handball spreche, dann rede ich da über meinen Ehrgeiz und dass ich immer mein Bestes geben möchte und dass ich halt auch mich an den Großen messen möchte. Und wo kann ich das besser in Deutschland als beim großen HC Leipzig? Deswegen glaube ich auch, dass der Verein richtig gut zu mir passt.